Hallo, hallo, meine Lieben. Ich habe mir überlegt, dass ich euch heute so ein bisschen unter die Arme greifen werde. Denn es gibt ein Thema, was mich in den Kommentaren immer wieder verfolgt. Viele von euch sind durch meine Videos noch so ein bisschen mehr auf MAC und auf deren Produkte aufmerksam geworden und haben auch Lust, so ein bisschen mehr in die MAC-Welt einzutauchen. Doch in meinen Videos zeige ich oft sehr viele Produkte und ich weiß, alle auf einmal sich zu kaufen, ist natürlich unmöglich, sage ich mal fast. Und um in die Marke eintauchen zu können, habe ich mir überlegt, dass ich euch den Einstieg noch ein bisschen einfacher mache und euch so ein paar meiner Must-Have-Produkte heute vorstellen werde. Wenn man sich das erste Mal vorstellt, ich gehe zu MAC und möchte mich ein bisschen ausstatten und oh mein Gott, ich bin bei MAC und wow. Es ist natürlich super faszinierend und ich erinnere mich extrem lebhaft an mein erstes Mal bei MAC. Es war vor knapp 2 Jahren in New York an der 5th Avenue im MAC Store. Mega riesig, total überfüllt, niemand hatte Zeit für mich und ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich habe es einfach gemacht. Bin über meinen Schatten gesprungen und habe mir einen der MAC Artists geschnappt. Angela. Angela hat bis heute einen riesengroßen Platz in meinem Herzen, weil sie sich wirklich toll um mich gekümmert hat und ihren Job wirklich on point delivered hat. Ich habe ihr halt so ein bisschen erzählt, was mein Wunsch ist, was ich möchte, was ich vielleicht haben möchte, was ich nicht haben möchte. Ich war mir bei ganz vielen Sachen nicht sicher und sie hat mich wirklich toll unterstützt. Und genau das ist mein Wunsch heute mit euch. Wenn ich mich an mein erstes Mal zurückerinnere, muss ich sagen, ich war ein bisschen überwältigt von der Fülle und Menge an Produkten. Auf der einen Seite super, weil wirklich für jeden, für all ages, für all races, for all sexes, was MAC's Motto halt ist, irgendwas da ist. Auf der anderen Seite, wenn man das erste Mal da ist, denkt man sich so, wait, so viel? Was davon brauche ich? Sollte ich mir holen? Was davon brauche ich nicht? You know. Genau diese Frage möchte ich heute ein bisschen aus der Welt räumen und euch meine Lieblingsprodukte zeigen, die ihr euch bei eurem ersten Mal bei MAC definitiv anschauen solltet. Das erste Produkt, welches absolut einen Blick wert ist, ist meine Lieblingsfoundation, die Face & Body Foundation. Ich muss sagen, ich bin absolutely in love mit diesem Produkt. Ist eine sehr leichte Foundation auf Wasserbasis, super, super schön für einen Alltagslook, lässt sich mit dem Puder noch so ein bisschen intensivieren und ich muss sagen, die Foundation ist einfach nur der Hammer. Schaut sie euch definitiv mal an, sie ist meiner Meinung nach so ein bisschen underrated, das heißt, meiner Meinung nach könnte viel, viel mehr über sie gesprochen werden und sie verdient so ein bisschen mehr Hype. Ich liebe sie. Sie ist der absolute Hammer. Das nächste Produkt ist in komplett YouTube, Social Media, Internet, Mundpropaganda, überall, egal wo man hinhört, welches ist das meistgehypte Produkt, gefühlt, von MAC. Pro Longwear Concealer. Definitiv. Definitiv meiner Meinung nach der geilste Concealer dieser Welt. Nix toppt diesen Concealer. Er gehört zur Pro Longwear Familie, was bedeutet, dass er eine relativ hohe Deckkraft hat. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich persönlich schon sagen 8, also ordentlich. Das heißt, er kriegt selbst die tiefsten Schatten weg. Das Tolle an dem hier ist, er zieht nicht in die Fältchen, weil er zur Pro Longwear Familie gehört. Wie gesagt, er ist unglaublich langanhaltend, egal bei Heuschnupfen, einer tränenaufreibenden Hochzeit, was auch immer. Wenn alles andere weggelaufen ist, der hier bleibt da. Und bei dem Produkt ist es wirklich so, a little bit goes a long way. Ihr braucht nur extrem wenig, ich sag mal, ein Pump lang fürs komplette Gesicht, für die Augenpartie, für kleine Rötungen im Gesicht und gerade auch in Kombination. Die beiden, ein absolutes Dreamteam. Face and Body, super leicht für überall und an den Stellen, wo ihr noch so ein bisschen mehr Unterstützung braucht, der Pro Longwear Concealer. Absolutes Dreamteam, Must-Have-Produkte. Wenn ich in Urlaub fahre, sind das die einzigen zwei Sachen, die ich für meine Haut wirklich mitnehme. Oft werde ich gefragt, welches ist dein Lieblingspuder? Was kannst du an Puder empfehlen? Und es ist manchmal schwierig, das so pauschal zu sagen. Denn jeder hat eine andere Haut, jeder hat andere Ansprüche, jeder hat andere Wünsche, jeder hat andere Grundvoraussetzungen, mit denen er kommt. Und dementsprechend ist es toll, bei MAC so viele verschiedene Puder zu sehen und zu haben. Aber das Puder, wo ich persönlich sagen würde, das ist einfach nur der Hammer für eigentlich egal wen, Mineralize. Das Mineralize Skin Finish ist ein Puder auf Mineralienbasis. Das bedeutet, dass es halt einen Mineralienkomplex hat aus Biomineralien und Biovitaminen. Das heißt, es pflegt die Haut. Puder neigen ja manchmal dazu, so ein bisschen trocknen oder austrocknen zu sein. Das ist das auf gar keinen Fall. Es ist wunderschön pflegend. Und es ist ja wirklich so, Puder saugt so ein bisschen die hauteigenen Öle auf. Aber durch den Mineralienkomplex wird die Haut gleichzeitig gepflegt. Das ist der absolute Hammer. Toll dabei ist auch, es ist nicht komplett matt.
Das bedeutet, für alle, die sagen, oh mein Gott, ich brauche matt, ich will nur matt. Moment, hold on, let me explain. Das Schöne beim Mineralized Skin Finish ist einfach die Tatsache, dass wenn das Licht auf eure Haut fällt, jetzt zum Beispiel bei mir, ich habe mich mit einer matten Foundation geschminkt, heute, und bin mit dem Mineralized Skin Finish drüber gegangen. Das bedeutet, jetzt, wo das Studiolicht zum Beispiel auf mich fällt, kein großer Unterschied zum normalen Sonnenlicht, aber in Bremen regnet es heute. Ihr seht, mal abgesehen vom Highlighter hier, dass das Licht auf meiner Haut nicht geschluckt wird. Das heißt, das Licht ist so ein bisschen wieder da. Man sieht dadurch nicht schwitzig aus. Oder sehe ich gerade schwitzig aus? I doubt it. Es fixiert das Ganze wunderbar und die Haut strahlt halt einfach wie von innen. Mein persönliches Ziel mit einem Puder ist in erster Linie immer, die ganzen cremigen und flüssigen Produkte, die zuerst auf meine Haut gekommen sind, zu fixieren und eventuell noch so einen kleinen extra Push, Boost, sonst was, an Deckkraft zu haben. Und genau diese Kriterien erfüllt das Mineralized Skin Finish. Absoluter Hammer und mein Lieblingspuder. Wo wir bei den Mineralized Skin Finishes sind, gibt es eine Unterkategorie, die ich euch definitiv nicht vorenthalten durfte und die auch bei eurem ersten Besuch bei MAC definitiv schon einen Blick wert ist. Und zwar ist es das Mineralized Skin Finish in der Farbe Soft and Gentle. Soft and Gentle ist alles andere als Soft and Gentle, denn es ist nicht leicht und nicht vorsichtig oder sanft, denn es hat schon, ist halt ein Highlighter, habe ich ganz vergessen zu erzählen. Sobald das Licht auf euer Gesicht fällt, ich habe es heute auch auf meinen Wangenknochen drauf, macht es halt wirklich schön boomend, es strahlt, die Haut sieht einfach nur top gepflegt aus und gerade in Kombination wieder die beiden absolutes Dream Team. Und ich kann sagen, dieses Mineralized Skin Finish in der Farbe Soft and Gentle, es ist so universell einsetzbar. Ihr könnt es sowohl für euer Gesicht benutzen, wo ihr sagt, ich möchte es ein bisschen auf den Wangenknochen haben oder im Lippenherz oder leicht über der Augenbraue. Ihr könnt es aber auch als Lidschatten benutzen und so ein bisschen in eure Tränendrüsenregion oder aufs bewegliche Lid geben. Absolut der Hammer. Und was im Sommer? Denn September ist noch Sommer. Ich habe im September Geburtstag und ich bin ein Sommerkind, definitiv. Super schön ist, wenn ihr irgendwie einen Top oder so anhabt, ist so ein bisschen hier, super, ich habe heute Rollkragen, so viel zum Thema Sommer, aber so ein bisschen hier auf eurer, wie heißt das, Schlüsselbein oder auf eure Schultern geben und wenn ihr dann durch die Gegend lauft, ohne Scheiß, ihr seht aus wie die Sonne. Ihr strahlt in eure Richtung, aber ihr seid nicht fettig, nicht schwitzig, gar nichts, aber alle werden denken, oh mein Gott, wie kriegt sie ihre Haut im Sommer so gepflegt und strahlend? Amazing! Wo wir gerade über Lidschatten gesprochen haben, gibt es ein Produkt, was auch total gehypt ist und ich würde es mit meinem Blut unterschreiben, dass es den Hype wert ist. Und zwar sind das die Pro Longwear Paint Pots. Auch die gehören zur Pro Longwear Familie. Das bedeutet, sie sind unglaublich haltbar, wenn eure Augen tränen oder ihr so ein bisschen, ich sag jetzt das böse Wort, Schlupflider habt. Mit dem Paint Pot drunter hält jeder Lidschatten. Es gibt einen Grund, warum ihn so viele Menschen benutzen und hypen. Er ist es definitiv wert. Ich habe persönlich heute zum Beispiel hier die Farbe Soft Ochre. Soft Ochre ist ein leicht gelblicher Ton. Ich persönlich war am Anfang immer auf der Painterly-Seite. Mittlerweile finde ich Soft Ochre fast besser, weil der halt diesen leichten Gelbstich hat. Gelb hilft uns, eine Farbkorrektur zu machen. Das heißt, abgesehen von der Deckkraft des eigentlichen Produkts, habt ihr zusätzlich noch die Farbkorrektur, wenn es um Rötungen im Augenbereich geht. Zusätzlich ist Soft Ochre halt auch eine Farbe, die für unglaublich viele Farb- und Hauttypen geeignet ist. Von ganz, ganz hell wirklich bis schon fast indisch, würde ich sagen, go for it. Soft Ochre ist dein neues Baby. Und wo ich gerade Lidschatten erwähnt habe, darf ich die eigentlichen Lidschatten auf gar keinen Fall vergessen. Das Tolle bei MAC ist, dass unglaublich oft neue Kollektionen und LEs und sonst wie rauskommen. Und ganz, ganz oft sind Lidschattenpaletten dabei. Die Lidschattenpaletten sind ein unglaublich geiler Start für euch, um halt so ein bisschen die Lidschatten auszuprobieren. Geht einfach zu den neuen Limited Edition Aufstellern hin, schaut euch die Paletten an, denn ganz, ganz oft bekommt ihr irgendwie eine Dreierpalette oder eine Viererpalette oder vielleicht sogar eine Sechserpalette zum Preis von irgendwie ein bis zwei normalen, wenn ihr sie einzeln kauft. Es ist dieselbe Qualität und sie sind einfach nur Hammer. Ich habe noch nie mit so geilen pigmentierten Lidschatten gearbeitet und glaubt mir, alles was ich euch heute erzähle, sage ich nicht, weil ich für MAC arbeite oder irgendwie dafür bezahlt oder Geld bekomme. Nee, es geht wirklich darum, dass ich euch so ein bisschen unterstützen möchte und euch helfen möchte und euch zeigen möchte, was meine Lieblinge sind. Und die Lidschatten gehören definitiv dazu. Tolle weitere Möglichkeit ist hier zum Beispiel auch, sich eine kleine Palette selbst zusammenzustellen. Es gibt die sogenannten Pro-Paletten als 2er, 4er, 15er oder sogar 30er, wo ihr euch dann die passenden Refills verkaufen könnt und euch selbst eine Palette zusammenstellen könnt mit wirklich den Farben, die euch am besten gefallen. Am Anfang habe ich auch immer die Döschen gekauft, mittlerweile gibt es die Refills auch an jedem Counter.
Und ich muss sagen, absoluter Hammer. In der Augenpartie gibt es etwas ganz Wichtiges, was für mich am Anfang meiner Make-up-Karriere, wenn man es so nennen möchte, immer total untergegangen ist, und zwar sind es Augenbrauen. Die Augenbrauenstifte von MAC sind meiner Erfahrung nach die besten, die es auf der Welt gibt. Insbesondere rede ich von den Eyebrow Pencils. Das sind die zum Rausdrehen. Ich weiß, manche Leute sind nicht so der Fan von denen, weil sie sagen, ich kann sie rausdrehen, aber nicht zurück. Aber ich sage auf der anderen Seite, dann drehe sie halt nur ein bisschen raus. Die Farben sind super. Es gibt, glaube ich, 8 oder 9 verschiedene Farben und eine davon wird 1 Million% genau zu deinem Haartyp passen. Durch die extrem feine Mine könnt ihr wirklich gezielt Härchen nachzeichnen und eure Augenbrauen so verwandeln, wie genau ihr sie haben wollt. Diese Augenbrauenstifte sind absolut Weltklasse. Jetzt zur Kategorie, wo wahrscheinlich alle von euch drauf gewartet haben, und zwar sind das Lippen bzw. Lippenstifte. Wenn ihr das erste Mal zu MAC geht, gibt es ein paar, die ihr euch auf jeden Fall anschauen müsst. Heute zeige ich euch meine 2 Favoriten, wo ich sage, gerade zum Einstieg, wenn ihr das erste Mal wirklich da seid und euch noch nicht so an Farben oder sonst was herantraut, diese 2 Hammer. Die erste Farbe ist Please Me. Please Me hat für mich einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen, weil es der allererste MAC Lippenstift war, den ich mir jemals gekauft habe. Please Me ist eine matte Textur, das heißt, er ist relativ fest. Vorteil dabei ist, alle MAC Lippenstifte haben dieselbe Pflegewirkung. Ja, ihr habt richtig gehört. Es geht so ein bisschen das Gerücht herum, dass die matten Lippenstifte austrocknend sind. Austrocknend ist gar keiner. Sie haben einen höheren Puderanteil. Das ist der Grund, warum sie länger auf eurer Lippe halten. Auch die matten Lippenstifte haben denselben Pflegekomplex mit drin, wie zum Beispiel die Cream Sheen oder die Frost oder was auch immer. Please Me ist absolut ein ganz toller Lippenstift für jeden Tag. Ist so ein leicht rosaner Ton, so ein bisschen fast ins Lachsfarbene rein. Super alltagstauglich und für mich mein Einstieg in die MAC-Welt. Eine weitere Farbe, die extrem gehypt ist und das meiner Meinung nach zu gutem Grund, ist die Farbe Brave. Brave ist ein Satin-Finish. Das Tolle an dem Satin-Finish, welches mein persönliches Lieblingsfinish ist, ist, dass sie auch extrem lange halten, aber halt nicht ganz so fest auf der Lippe sind. Ich mag es gerne, wenn meine Lippen ein bisschen weicher und noch ein bisschen geschmeidiger sind. Das Satin-Finish hat einfach ein bisschen geringeren Puderanteil, weshalb so ein bisschen seidiger Effekt noch durchkommt. Es ist kein Glitzer, es ist kein Schimmer, es ist kein Gloss, nix in die Richtung, sondern es ist halt wirklich nur eine seidige Textur, wie es der Name schon sagt. Wenn das Licht drauf fällt, wird das so ein bisschen zurückgeworfen und eure Lippen sehen halt wirklich einfach nur toll und gepflegt aus. Die Farbe Brave ist ähnlich wie die Farbe Please Me, ein sehr alltagstauglicher Ton, geht so ein bisschen mehr ins Nude rein und ich muss sagen, Brave ist zu gutem Grund gehypt. Ganz ehrlich, ich muss sagen, das Satin Finish, wie gesagt, mein persönliches Lieblingsfinish und ihr müsst euch mal trauen, denn nicht nur die matten Lippenstifte, sind schön. Mein persönliches Finish, wie gesagt, Satin. Auch zur Lippenkategorie gehören sind die Lip Pencil. Die Lip Pencil von MAC sind absolute Weltklasse. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet so ein bisschen in die MAC-Welt eintauchen, sind diese Produkte definitiv einen Blick wert. Meine persönliche Lieblingsfarbe ist die Farbe Vino. Wunderschön und wie es der Name schon sagt, eine geile Rotweinfarbe. Das Tolle an denen ist, dass sie unglaublich stark pigmentiert sind. Das heißt, ihr habt nicht das Problem, dass ihr 1000-mal drüber gehen müsst, irgendwie dabei noch 10-mal daneben malt und irgendwann so eine Lippe habt, sondern halt wirklich beim ersten Mal eine tolle Farbabgabe habt. Sie sind nicht trocken, das heißt, sie reißen eure Lippe nicht kaputt, sind einfach super angenehm vom Gebrauch. Es gibt tausende Farben, es gibt so viele Lip Pencils und irgendeiner ist bestimmt dabei, der für euch perfekt passt. Meine Favoriten in der Lip Pencil Kategorie sind definitiv Vino, Spice, ja, Vino und Spice, mit den beiden könnte ich alles rocken. Das letzte wirkliche Make-up Produkt, welches ihr euch bei eurem ersten Mal bei MAC definitiv anschauen solltet, ist Fix Plus. Ich weiß, über Fix Plus redet jeder, aber wirklich zu gutem Grund. Das Fix Plus ist in erster Linie wirklich ein Spray, was euer Make-up einfach ein Level höher boostet. Wenn ihr zufrieden mit eurem Make-up seid, Fix Plus drauf sprüht, werdet ihr definitiv amazed sein. Es ist ein so krasser Unterschied, wie schön auf einmal das ganze Make-up ist. Das Tolle an Fix Plus ist halt, durch den Gurkenextrakt und durch die ganzen Pflegestoffe verbindet es die einzelnen Schichten, die ihr beim Schminken aufeinander aufbaut, miteinander und lässt sie verschmelzen. Das heißt, ihr habt nicht mehr Schicht, ganz egal wie dünn sie sind, es sind trotzdem mehrere Schichten auf eurem Gesicht. Und sobald das Fix Plus halt auf euer Gesicht gesprüht wird,
seht ihr natürlich erstmal super nass und verschwitzt und sonst wie aus. Aber wenn die einzelnen Schichten anfangen, in euer Gesicht zu ziehen und die einzelnen Schichten näher aneinander rücken, wirkt das Make-up auf einmal viel kompakter, viel schöner, viel sanfter, viel leichter. Ich sage immer, wenn ich zu viel drauf habe, sprühe ich Fix Plus drauf und auf einmal sehe ich toll aus, weil von zu viel wird halt eine gemeinsame Schicht und es sieht wirklich aus wie euer Gesicht und nicht wie 10 Kilo Make-up auf eurem Gesicht. Durch die Tatsache, dass die einzelnen Schichten näher aneinander rücken, wird alles auch ein bisschen fester. Nicht fest wie Haarspray, sondern halt einfach näher aneinander gerückt. Dadurch ist die Haltbarkeit länger. Easy as that. Und die letzten Produkte, die ich auf gar keinen Fall außen vor lassen konnte in diesem Video, Pinsel. MAC Brushes. Ich habe mich für meine drei persönlichen Lieblinge entschieden, wo ich sagen würde, mit diesen drei Pinseln könnte ich alles machen. Na, nicht vielleicht alles, aber schon fast alles. Zuerst ist das der 217er. Der 217er ist ein Blending-Pinsel für Lidschatten. Ihr könnt damit aber auch gleichzeitig eure Nase konturieren. Ihr könnt Lidschatten auch aufs bewegliche Lid auftragen. Ihr könnt damit so, so viel machen. Und dieser Lidschattenpinsel, es gibt so viele Dupes davon, aber das hier ist wirklich die Königin, the Princess of all time. Ganz ehrlich, kein anderer Lidschatten-Blending-Pinsel, den ich jemals benutzt habe, kommt auch nur annähernd an den 217er von MAC ran. Ich möchte gar nicht sagen, dass andere Marken schlecht sind, auf gar keinen Fall, aber das hier ist wirklich die Creme de la Creme. Ab next die große Schwester, und zwar ist das der 168er. Der 168er ist in erster Linie halt ein Puderpinsel zum Konturieren, der ist leicht abgeschrägt, das heißt, ihr kommt richtig gut in die Wangenpartie hier rein. Ihr könnt aber auch, das ist das Tolle an diesem Produkt, sowohl Foundation als auch Concealer damit auftragen, weil die Haare wirklich extrem dicht aneinander sind. Der ist wirklich schön fest und stabil, trotzdem sind die einzelnen Haare aber sehr weich und geschmeidig. Ihr könnt wirklich das Produkt in eure Haut hineinpolieren und ich muss sagen, 168er, jeden Cent wert und jeden Blick beim ersten Besuch wert. Der dritte und letzte Pinsel, den ich euch heute ans Herz legen möchte, ist der 130er. Der 130er ist ein kleiner Duo-Fiber-Pinsel. Das bedeutet, dass der Duo-Fiber-Pinsel aus zwei Haarstrukturen besteht. Die schwarzen Härchen sind Echthaar. Die weißen Härchen, naja gut, meine sind gerade beige, weil ich ihn nicht sauber gemacht habe, aber die weißen Härchen sind aus Synthetik. Diese Kombination ist absolut genial, denn ihr habt die schwarzen Härchen, die eine rauere Haarstruktur haben, das Produkt besser greifen und wirklich in die Haut hinein polieren. Die synthetischen Haare sind glatt von der Oberflächenstruktur, das heißt, die bürsten, sage ich mal, das Produkt perfekt von A nach B. Das heißt, es ist überall im Gesicht verteilt, ihr habt keine Flecken oder sowas und es ist perfekt in die Haut eingearbeitet. Einfach on point. Es gibt diese Dual-Fiber-Pinsel in allen Größen und Formen und Variationen. Mein Favorit ist der 130er. Einfach durch die Tatsache, dass er klein ist anstatt groß. Das heißt, ich kann auch wenn es ein bisschen länger dauert, das komplette Gesicht damit schminken, als halt auch in die kleinen präzisen Zonen, um meine Nase herum, meine Oberlippenpartie, um das Auge herum. Concealer, you know the deal. Die Duo-Fiber-Pinsel sind mit allen Texturen einsetzbar. Das heißt, ihr könnt sowohl flüssige als auch cremige als auch pudrige Texturen von Make-up, Puder, was auch immer, mit diesen Pinseln auftragen. Ich muss wirklich sagen, dieser Pinsel ist einer der ersten, den ich mir jemals gekauft habe. Ich glaube, es war der dritte oder so. Und bis heute hat er gehalten. Ich liebe ihn abgöttisch und mit der 130er ist mein kleines Baby. I love you. So, meine Lieben, das war's mit den Produkten, wo ich sagen würde, die müsst ihr euch bei eurem allerersten Besuch bei MAC auf jeden Fall mal anschauen. Es sind wundervolle Einsteigerprodukte, die extrem multifunktional sind. Das heißt, ihr könnt sie für ganz, ganz viele Sachen einsetzen. Und gerade wenn ihr anfangt, so ein bisschen in die MAC-Welt, wie ich am Anfang erzählt habe, einzutauchen, es ist toll, wenn ihr Produkte habt, die ihr für mehrere Sachen gleichzeitig benutzen könnt. Alle Ratschläge, die ich heute gegeben habe, sind meine persönlichen. Und das ist kein Video, wo ich jetzt sagen würde, das ist der Way to go. Es sind halt einfach nur meine Ratschläge an euch, wo ich sagen würde, das sind wirklich tolle Produkte, die ich euch ans Herz legen würde. Direkt hier unten in der Infobox findet ihr auch nochmal den Link zu meinem Blog. Auf meinem Blog werde ich euch nochmal eine komplette Auflistung aller Produkte posten. Das heißt, ihr habt nochmal alles schön zusammengefasst. Und eurem ersten Besuch bei MAC steht nichts mehr im Weg. Wie ich euch am Anfang erzählt habe, ich kenne das Gefühl, dass man da reinkommt und denkt, oh mein Gott, ich bin umgeben von wunderschönen Menschen, die alle toll geschminkt sind und
so viel können und als Make-up-Artist arbeiten und das ist alles so toll und ich weiß eigentlich gar nicht genau, wohin mit mir. Und um euch diese Situation ein bisschen zu vereinfachen und euch so ein paar Anhaltspunkte zu geben, hoffe ich sehr, dass euch dieses Video helfen konnte und euch es gefallen hat, es sich anzuschauen. Falls es der Fall sein sollte, würde ich mich extrem doll über einen Daumen hoch und einen lieben kleinen Kommentar unten in der Kommentarbox freuen. Wenn ihr diese zwei Sachen abgehakt habt, bleibt nur noch eins, es wäre ein Abo, dann haben wir das Triple im Sack. Mein Lieben, ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, habt einen schönen Tag und ganz, ganz viel Spaß beim Shoppen bei MAC.